Ist mir aber ganz schön warm geworden. Hier stehen sie schon, die Kühe, die die Milch liefern für die tagesfrischen Produkte von Hemmelmilch, die hier in Schmargendorf verarbeitet werden. Heute frisch gemolken, morgen schon beim Kunden. So lautet die Firmenphilosophie. Ich schaue mir diese gläserne Molkerei jetzt mal genauer an. Hallo, Herr Hemme. Hallo, Frau Beckmann. Sie haben ja hier tagesfrische Milchprodukte. Wo kommt denn die Milch her und wie wird die verarbeitet? Also die kommt natürlich von den Kühen. Die Kühe sind nebenan. Das sind 150 Meter Entfernung. Dort ist der Milchviehstall. Darüber hinaus haben wir noch zwei weitere regionale Milchlieferanten, die uns ebenfalls mit Milch beliefern. Die Milch wird hier verarbeitet, kurz pasteurisiert, kurzzeit erhitzt. Wir stellen die Frischmilch her. Die Milch wird dicht homogenisiert. Diese Milch geht dann über zwei Wege an die Endverbraucher. Der eine Weg ist eben das sogenannte Milchmann-Prinzip. Der andere Weg ist der über den Lebensmitteleinzelhandel. Das heißt, der Milchmann bringt die Produkte bis an die Haustür. Einfach telefonisch oder online bestellen und schon sind sie bestens versorgt. Im Milchladen direkt in Schmargendorf steht die gesamte Produktpalette bereit. Wenn Sie Lust haben auf einen Schluck Schokimilch, legen Sie doch einfach hier bei Hemmelmilch einen Radlerstopp ein und lassen Sie sich den frischen Genuss auf der Zunge zergehen. Rund 3000 Direktkunden steuern die Milchmänner und Frauen von Hemme an. Hinzu kommen die unzähligen Produktverkäufe im Handel. In vielen Supermärkten finden Sie die Hemme-Produkte und das nicht nur in der Uckermark. Wenn Sie mal in der Nähe sind, halten Sie doch einfach mal an. Der Milchladen hat geöffnet. Montag bis Freitag von 8 bis 15:30 Uhr. Es lohnt sich auf jeden Fall. Für mich geht es jetzt weiter nach Herzsprung wieder rauf auf den Uckermärkischen Radrundweg.